Hallo Leute, herzlich willkommen auf Inkomnus, dann Gaming machen wir hier schon den ich hab den Namen vergessen, Snowrunner, genau. So, Hand lösen und fahren. Jetzt nur verkaufen, ja. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Anhängershop, okay. Wie viel Geld habe ich? Gar nicht. Ja, ich bin ja arm. Wie soll ich denn hier was kaufen, Junge? Warum ist denn der jetzt so dumm? So. Ein sicherbares. Ey, das ist doch schon wieder zum Heulen. Ich muss zu diesem Anhänger hin. Einsichtbare Windepunkt. Ja, ich hab doch kein Geld. Wie soll ich mir denn das kaufen? Ey, das Spiel ist doch behindert. Ich spreche Deutsch. Video, Audio. Steuerung, Controller. Ich weiß, Leute, ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss. Das Spiel erklärt mir halt gar nichts. Ich soll direkt anfangen. Hä? Also dieses Spiel ist ja absolut behindert. Na gut, dann kann ich halt einfach wieder zurück, ja. Was soll ich sonst machen? Dummes Spiel. So Leute, ich hab's jetzt nochmal ein bisschen neu gemacht alles. So, hier steht erstmal willkommen in Michigan. Keine Ahnung, was das in der Stadt ist, interessiert mich auch nicht. Dann steht hier noch, vielen Dank für deine Beteiligung an den Bergungs- und Wartungsarbeiten nach der verehrten Flut. Bei der Reparatur der eigengestützten Brücke benötigen wir sämtliche verfügbare Hilfe. Es ist die einzige Verbindung zum anderen Ufer. Als erstes benötigst du einen Wachturm, um dir einen Überblick zu verschaffen. Okay. Danach musst du einen Truck finden, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke benötigten Material zu transportieren. Sobald die Brücke repariert ist, kannst du deine erste Dings aufsuchen. Also ich soll jetzt nach einem Dings gucken. Erster Truck aktiviert. Erkunde Karte. Als erstes solltest du immer die Umgebung auf. Ich kann nicht lesen. Okay, also mit M öffne ich die Karte und ich soll jetzt zu einem Wachturm. Okay. Zeit überspringen. Ja gut, jetzt weiß ich, dass hier ein Wachturm ist, aber. Aha. Ne, kann der überhaupt fahren hier drin in diesem Scheiß? Vielleicht ist das Auto so krank. Wenn wir fahren im Gelände, kannst du in den Lastgang wechseln.
Denn dadurch bist du zwar langsamer, bleibst aber auch nicht so leicht stecken. Okay, also soll ich hier hin, so. Halte Schwellgeschwindigkeiten, ja, hab ich schon. Boah, das ist ja ätzend, dann bleib ich doch lieber hier. Drücke oben, Alter. Dein Truck verfügt bei allen. Wow, wow, wow. Alles klar. Man merkt auf jeden Fall, dass es schon ziemlich ruckelig die Straße hier ist. Und dass man leicht weggerutscht ist, wirklich. Aber sonst funktioniert hier alles. Gut. Wow. Das war knapp, die Knappen. So. Leichter. Einfach die Straße hier entlang. Wow. Jetzt kann ich hier so richtig Straße entlang. Er rutscht trotzdem weg. Was ist das denn für ein Auto, Alter? Das ist ja voll das behinderte Auto. Ich muss doch hier hoch. Ja, muss ich. So. Fahren am Fahrzeug ins Fahrzeug und warte. Wenn ich auf Y drücke, was ich gemacht habe, aber irgendwie nichts kommt. Egal. Also N ist wahrscheinlich neutral, R ist rückwärts, L ist irgendwie Lastdingsbums und A ist, weiß ich auch nicht. Kümmert mich. Ey, das ist doch blöd, wie ihn das. Die Steuerung ist so behindert, ne, Leute. Gelände deuten. Bei einer Fahrt bist du auf unterschiedlichen Geländetreffen, darunter Straßen, Sand, Schlamm, Tiefenschlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrenen Fahrer mit guter Ausrüstung, ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Willst du Zweifel haben, dann weiche der Fahr lieber aus. Oh, schön. Soll ich jetzt hier lang? Einfach hier sagen. Ist jetzt rund. Ja. So, mein Handy gerade ausgemacht. So. Immer weiter weg. So. Ey, dieser Zaun, dass der immer ausgeht. Du kannst deine Trucks hier oder in der... In was? Nein. Ich glaube hier nicht. Umdrehen. Drehen wir hier mal kurz. So. 55 mph. Ja, das funktioniert mit diesem Drecksauto nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Jetzt wird's wieder mehr. Ja, wo soll ich denn hier rein? Ey, also, mal ehrlich, das Ding ist auch bescheuert. Meine Güte. Das ist ja anstrengender, das zu finden, als, keine Ahnung. Da ist das Scheiß direkt. Bruder, das ist doch unnormal. Echt, dass man so wegrutscht, das ist die Steuerung ist generell von dem Teil hier. Das hätten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser machen müssen. Definitiv ein bisschen besser. Ne? Aber ja. Okay, da ist ein Punkt. Achte den Wachpunkt von dir, solche Symbole geladen wird.
Hier soll ich jetzt einfach die dann machen. Ah. Gut gemacht, du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. So, dann kann ich Albert anmachen, Dart rein und den anderen. Ah, so. Wachsprung starten. Limini angucken. Finde den Turm. Okay. So. Okay, das Ding zeigt auf jeden Fall, dass es irgendwie da unten sein soll. Ja, ich komme hier nicht raus. Ey Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Falls es euch gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt hier einfach zu dumm, das hinzubekommen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es einfach. Außer Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.